750 Jahre und kein bisschen leise. Ganz im Gegenteil. In St. Martin am Wölmnisberg wird es in den nächsten Wochen und Monaten richtig laut. Denn die Gemeinde will ihr 750-jähriges Bestehen gebührend feiern. 750 Jahre St. Martin am Wölmnisberg ist also für uns ein großes Ereignis. Es hat sich sicher sehr, sehr viel getan in dieser Zeit. Das sehen wir auch schon aus unserer Chronik, die wir haben, dass da große Veränderungen gegeben hat. Und jetzt glauben wir, dass wir ein modernes, aber ländliches Dorf sind, aber auch die kleinste Gemeinde im Bezirk Vorarlberg. Gefeiert wird das Jubiläum in St. Martin nicht wie sonst üblich mit einer großen, sondern mit mehreren kleineren Veranstaltungen. Ja, wir haben in mehreren Sitzungen mit dem Verein, mit dem Gemeinderat, aber auch mit unserem Organisator, dem Peter Lenz, das in mehreren Sitzungen besprochen und sind dann drauf gekommen, dass eigentlich ein großes Fest für viele zwar ein Ereignis wäre, aber auch eine große Arbeit, und die St. Martin oder viele, die mithelfen, hätten dann von dem Fest eigentlich wenig davon, weil sie arbeiten müssen und dann eigentlich das nicht genießen können. Und so haben wir das auf 4 Veranstaltungen aufgeteilt, sodass jeder irgendwann einmal auch als Gast sozusagen teilnehmen kann von den St. Martin oder von den Vereinen und dann entsprechend das auch genießen kann. Und zu genießen gibt es beim umfangreichen Festprogramm mehr als genug. Die erste steht unter dem Motto St. Martin anno dazumal und wird am 3. Juli stattfinden. Da geht es um den Rückblick und wie St. Martin entstanden ist. Weiters wird natürlich dann am 16. August, man kann es fast sagen, das wird unser Hauptevent sein, beginnend mit der Heiligen Messe um 08:30 Uhr, dann um 11 bis 12 Uhr der ORF Radio Live Frühschoppen mit Moderator Sepp Leubner. Und dann am Nachmittag natürlich mit einem, sagen wir mal, umfangreichen Erlebnisnachmittag. Dann die nächste Veranstaltung findet dann am 12. September statt. Da widmen wir uns eben den Heimatdichtern, allen voran natürlich Anton Wilgans. Und der Abschluss unseres Jahresfeierprogrammes, kann man sagen, findet dann am 26. Oktober statt. Da wollen wir eben das neue familienfreundliche Wandern einführen, dem Geocaching, das ja allseits bekannt ist. Und da möchten wir wirklich St. Martin schätze, unter diesem Titel wird das Laufen eben zeigen. Jeder, der im Übrigen an allen Festveranstaltungen teilnimmt, hat mit dem Eventpass die Möglichkeit, traumhafte Preise zu gewinnen, die am 26. Oktober schließlich verlost werden.